Ich hoffe, ihr habt alle eure Detektivwerkzeuge dabei, denn heute widmen wir uns einem der größten Gaming-Mysterien aus den 2000er Jahren. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor ein paar Tagen wurde in der Nintendo Direct aus dem Nichts Eggdrazer Renaissance angekündigt. Das Spiel interessiert die meisten Leute wahrscheinlich nicht unbedingt, aber bei einigen Leuten, inklusive mir, hat es wahrscheinlich einen kleinen Freudenschrei hervorgebracht. Beziehungsweise bei mir erst später, weil ich als Spieler realisiert habe, was es eigentlich bedeutet, dass dieses Spiel erscheint. Aber fangen wir ganz von vorne an. Eggdrazer ist ein Spiel, das von der Firma Quintet entwickelt wurde. Quintet ist ein Entwicklerstudio, das im April 1989 von Tomoyoshi Miyazaki und Masaya Hashimoto gegründet wurde, die vorher beide bei Neon Falcon gearbeitet haben und an den ersten drei E-Spielen beteiligt waren. 1990 im Dezember erschien dann schon das erste Spiel der Firma, nämlich Eggdrazer für das SNES, das von Enix gepublished wurde. Damals waren Squaresoft und Enix noch zwei verschiedene Firmen. Über die Jahre erschienen dann immer mehr Spiele wie Soul Blazer, Eggdrazer 2, Illusion of Gaia oder Terranigma, die auch alle von Enix gepublished wurden. Dann hat die Firma Spiele für die PS1, wie The Grandstream Saga entwickelt oder Solo Crisis für das Sega Saturn. Das Spiel haben sie sogar selbst gepublished. Über die nächsten Jahre haben sie dann noch ein paar weitere Spiele über die verschiedensten Konsolen verteilt entwickelt, haben auch an Spielen bei der Entwicklung mitgeholfen, wie beispielsweise bei Shenmue, bis es am Anfang der 2000er immer ruhiger um die Firma wurde. 2002 kam ihr letztes Spiel Magical Haoshin, oder wie man das ausspricht, beziehungsweise wie es für uns eher bekannter ist, Mystic Heroes, nur in Japan für den GBA heraus. 2002 hatten sie auf ihrer Website noch ein aktives Forum, das sie dann aber am 29. März 2002 entfernt haben, mit den Worten, dass sie aktuell keine Informationen veröffentlichen können. Dann wurde es lange Zeit still um die Firma. Die Website hat kein weiteres Update erhalten, bis im März 2008 die gesamte Website geschlossen wurde. Die Namen von Quintet-Entwicklern sind dann in den Credits von anderen Spielen wieder aufgetaucht. Zum Beispiel wurde Miyazaki 2004 in Inuyasha The Secret of the Cursed Mask in den Credits genannt. Auch in den Credits von Spielen von Gast, zum Beispiel Atelier Iris 2004 und Artonellico Melody of Elemia 2007, tauchen Entwickler von Quintet auf. Kein Beteiligter an der Firma äußert sich dazu, was geschehen ist, und so wird das Schicksal von Quintet für immer ein Mysterium bleiben. Aber halt! Gehen wir zu dem zurück, mit dem das Video angefangen hat, dem Eggdrazer Remake. Nachdem Quintet mysteriös aus der Gaming-Landschaft verschwunden ist, wusste niemand, was eigentlich mit den Spielen der Firma ist, bei wem liegen die Lizenzen, und bumm, plötzlich wurde nach all den Jahren das Eggdrazer Remake angekündigt und es ist ja auch sofort erschienen. Das Spiel wurde damals von Enix gepublished und das Remake wurde von Square Enix entwickelt. Aha! Also ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Lizenzen der anderen Quintet-Spiele, die von Enix gepublished wurden, bei Square Enix liegen, und das heißt, dass man eventuell auf weitere Remakes hoffen kann. All die Jahre waren die Fans verunsichert, ob man jemals wieder etwas von den Quintet-Spielen hören würde, und jetzt ist es endlich soweit. Ich würde auch behaupten, dass die SNES-Spiele die beliebtesten Spiele von Quintet sind. Also, vielleicht können wir bald auf Remakes der ganz anderen Spiele hoffen. Ich würde es sehr abfeiern, ehrlich gesagt. Ich habe bisher noch Terranigma gespielt von Quintet und die anderen Spiele stehen noch auf meinem Backlog, aber es gibt eben keine gute Möglichkeit, um sie zu spielen. Außer Emulation, aber das möchte ich eher ungern machen. Aber vielleicht ändert sich das ja bald, wenn man Square Enix zeigt, dass die Fans Bock auf diese Spiele haben. Natürlich habe ich mir deswegen auch Eggdrazer sofort gekauft und spiele es aktuell auch. Abgesehen von der irgendwie seltsamen Grafik macht es aber wirklich Spaß. Aber gut, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist schon ziemlich mysteriös alles, oder? Wie die Firma einfach gefühlt vom Erdboden verschluckt wurde. Und vor allem finde ich es seltsam, dass sich niemand dazu äußern möchte, was eigentlich geschehen ist. Naja, wir können nur hoffen, dass es bald weitere coole Remakes geben wird. Das Video hier ist recht spontan entstanden, weil ich eigentlich die ganze Zeit an einem anderen Video arbeite, aber aktuell habe ich da irgendwie eine kreative Blockade, sag ich mal. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich mit dem Video mache. Aber naja, vielleicht wird daraus aber bald was. Wir werden es sehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Tschüss!